kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei der Gothic 2 Originaliver Edition. Wir sind hier kurz vor Onas Hof und jagen noch ein paar Feldräuber. Gleich kann ich mich dann auch mit einigen Söldnern noch anlegen. Das wird wie immer spaßig. Feldräuber, bitte nicht zusammen. So lobe ich mir das. So ist das doch schön. Können wir mal direkt zu Raul gehen und den Kampf mit Sentenza provozieren. Es gibt bestimmt Ärger. Warte doch mal, Freundchen. Sentenza! Komm doch mal her. Hauptsache, das ist hier noch geändert, dass er ihn nicht mal ansprechen muss. Das ist ja noch witziger. Okay, Sentenza ist ja ultra stark und er ist sogar Meister. Ich glaube, das probieren wir nur einmal. Wenn es dann nicht klappt, dann ja, akzeptiere ich meinen Untergang. Schon krass, dass der 700 Lebenspunkte hat. Normalerweise ist der nicht ganz so stark. Und Schwertmeister ist er normalerweise auch nicht. Ja, dann müsste ich ein paar kritische Treffer landen. Fängt zu allem Übel auch noch an zu regnen. Kann man sich hier durch die ganze Weltgeschichte mit ihm prügeln. Normalerweise war Kord immer der härteste, aber ich glaube, Sentenza steht ihm in dieser Version nichts nach. Oh, da hat er mich zum Glück nicht gekrittet. Mein Schild hat mich gerettet. Ja, eigentlich auch witzig, wenn Sentenza so merkt, okay, wir halten ihm eine gewisse Zeit lang stand und sagt dann so, komm. Lass uns den kleinen Streit vergessen. Zahl auch einfach ein bisschen was. Dann sind wir die besten Freunde. Oh ja. Den Crit habe ich gewartet. So schlecht. Bitte keine Laufattacke aus Versehen. Das ist aber schon langsam anstrengend hier. Vor allem, ich finde es sehr anstrengend für die Augen gerade. Im Regenwetter und so. Was? Oh, nichts dabei? Da ist nichts zu holen.
Ja, wir haben es geschafft. Da bin ich schon ein bisschen stolz. Sentenza vermutlich nicht. Versuch das ja nicht nochmal. Warte mal. Gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Schön für dich. Dir ist klar, dass die Söldner abstimmen werden, ob du mitmachen darfst oder nicht. Und wie läuft's? Hier kommen selten Leute vorbei, aber bisher hat noch jeder bei mir seinen Weg Zoll gezahlt. Außer dir. Wirst du mir deine Stimme geben? Nur weil du mich besiegt hast? Nein. Tja, das ist dann schade. Fest hat seine Packung bekommen. Wie sieht's aus? Was willst du? Was ist so? Bewacht ihr die Bauern? Wir bewachen nicht nur Onas Hof, sondern das ganze Tal hier. Ona will, dass wir jeden, der hier Mist baut, hart rannehmen. Also benimm dich. Wer hat hier das Sagen? Der Hof gehört Ona, wenn du das meinst. Aber unser Anführer ist Lee. Er war mal General in der Armee des Königs, aber jetzt ist er nicht mehr ganz so gut auf den König zu sprechen. Merk dir seinen Namen. Wenn du hier Mist baust, ist er vermutlich der Einzige, der die Sache für dich regeln kann. Alle anderen ziehen dir einfach das Fell über die Ohren. Ich will mich euch anschließen. Rede mit Torloff. Er wird dir schon zeigen, wo es lang geht. Ja, das wird er wohl. Ich glaube, ich gehe mal pennen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Dann reden wir mal in alter Frische. Er weiß ja nicht mal, wie er riecht. Das hast du nicht gewusst. Den Leuten hier. Ist hier irgendwo ein freies Bett? Das ist ein freies Bett. Verdammt! Was ist los? Alle nur am Fluchen. Raul ist ein Schildkämpfer. Uiuiui. Was willst du? Ich will mich auf dem Hof umsehen. Geh nicht in das linke Haus. Da drin sitzt Silvio. Er ist zurzeit nicht besonders gut gelaunt. Wenn er einen Schwächling sieht, der nicht zum Hof gehört, könnte er auf die Idee kommen, seine schlechte Laune an ihm auszulassen. Ich will mich Lee anschließen. Lee hat dir bald nichts mehr zu sagen, wenn er so weitermacht. Was soll das heißen? Er will, dass wir hier alle sitzen und Däumchen drehen, ab und zu mal ein paar Bauern einschüchtern und das war's. Silvio sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung und da hat er verdammt recht. Wer ist Silvio? Wenn du mich fragst, unser nächster Anführer. Wenn du vorhast, ihn zu fragen, ob du bei uns mitmachen kannst, vergiss es. Du siehst so aus, als ob du gerade mal zum Schafehüten taugst. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher zu nett zu dir gewesen, was? Allerdings. Na, da komm mal her, mein kleiner Raul. Jetzt wird's los. Mach ihn fertig! Hör nicht auf! Oh, Doppelschlag, Raul. Hör nicht auf! Parier doch! Raul scheint auch einen guten Schild zu haben, ne? Hör nicht auf! Fertig! Hau drauf! Könnte eventuell sogar besser sein als meiner. Parier doch! Hör nicht auf! Fertig! Hör nicht auf, fertig! Scheiße! Das tut weh. Im Söldnerhof hat man immer einen guten Mix zwischen Dialogen und Kämpfen, ne? Gefühlt ein Dialog, ein Kampf. Vorausgesetzt, man prügelt sich mit allen. Man muss ja nicht, ne? Oh, ich häng fest, das ist nicht gut.
kommen wir nicht mehr weg. Bin verschmolzen mit dem Zaun. Abgenutzter Schild. Ist der besser? Haben wir die Schilde? 30 maximal Lebensenergie. Der ist wirklich besser. Darüber reden wir noch. Kann ich genau tragen. Ich find's echt cool, wie gut sich diese Gothic 3 Schilde hier so ins Spiel einbinden. Warte mal. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Hast du was dagegen, wenn ich hier als Söldner anfange? Ach, mach doch, was du willst. Ich will mich auf dem Hof umsehen. Ja, viel Spaß. Nice. Schöner neuer Schild. Geil. Ist doch wahr. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Hey, du. Alles klar? Was willst du, Wurst, denn von mir? Ich glaube, da will der Nächste schon wieder prügeln. Ich will mich den Söldnern anschließen. Schwächlinge können wir hier nicht gebrauchen. Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Hör zu, Junge. Man braucht viel Kraft, um eine Zweihandwaffe zu führen. Warum gehst du nicht lieber auf die Weide und spielst eine Runde mit den Schafen? Ich bin stark genug. Unsinn, du könntest ein ordentliches Schwert wie meins nicht mal hochhalten. Ich sagte, ich bin stark genug. Ich lach mich tot. Willst du es auf eine Wette ankommen lassen? Ich werde mich da nicht an ewig so weitergehen. Ich wette, ich kann mit deinem Schwert umgehen. So? Wie viel soll ich dir abknüpfen? Ach, du siehst aus wie eine arme Wurst. Sagen wir 30 Goldstücke. Hast du überhaupt so viel? Klar. Dann lass mal sehen. Hier. Dann wollen wir mal sehen, wie stark du bist. Ich kann die Waffe nicht anlegen. Sag ich doch. Und jetzt gib mir meine Waffe wieder. Ich denke nicht. Was war das? Ich glaube, ich werde sie noch ein bisschen behalten. Na warte, du Mistkerl. Okay, Rotz Zweihänder ist normalerweise... Er ist normalerweise ja, nicht... Ja, so ist gut! Schlag doch zurück! Na mach schon! ...nicht so schwer zu tragen. Immer fest drauf! Akzeptieren wir das jetzt mal. Das gibt's doch gar nicht! Aber weil er kein Schild hat, ist er einfacher zu besiegen. Weniger aus. Herrlich auf! Herrlich auf! Normalerweise boxt er auch nur, jetzt hat er noch mach ihn fertig. Eine Ersatzwaffe. Pass auf! Herrlich mach ihn fertig! Auf. Herrlich auf! Mach ihn fertig! Parier doch! Das tat weh! Parier doch! Hau dich auf! Fertig! Dem hast du es gezeigt! So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, okay, der hat gar keine Anzeige. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da brauche, ne? Boah, ich glaube, die Quest ist dann jetzt gescheitert, aber egal. Ah, versuch das ja nicht nochmal. Warte mal. Gut, du hast gewonnen. Was willst du? Hier hast du dein Schwert zurück. Wurde auch Zeit. Ich will mich den Söldnern anschließen. Okay, ich bin nicht nachtragend. Du kannst kämpfen. Das ist es, was zählt. Die meisten Jungs hier nehmen eine kleine Prügelei unter Freunden nicht ernst. Wirst du noch merken. Meinetwegen kannst du mitmachen.
Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Ich bin zwar kein schlechter Kämpfer, aber ein guter Lehrer bin ich deswegen auch noch nicht. Aber ich denke, ich kann dir die Grundlagen des Zweihandkampfes beibringen. Wie sieht's aus? Bin schon mal gespannt, ob du aufgenommen wirst. Ist die Quest jetzt... Ja, die ist jetzt quasi für immer offen. Das war, glaube ich, schon immer so. Wenn du das dann failst, dann ist die nicht abgebrochen, dann bleibt die einfach für immer offen. Oder die wird beim Kapitelwechsel dann vielleicht rausgeworfen und ich weiß es nicht. Was gibt's Neues? Hier bei uns nicht viel. Aber frag mal in der Stadt nach. Ich glaube, die haben bald nichts mehr zu fressen. Ich hab mir das schon gedacht. Was gibt's Neues? Ona hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Milizen aus der Stadt vom Hals halten. Die würden uns sonst auch noch das letzte Schaf wegholen. Er hat auf Der arme Kerl kann er nicht. Das habe ich früher auch immer gesagt. Hey, du! Was gibt's Neues? Die Truppen aus der Stadt holen uns nicht mehr Vieh und Ernte weg. Wir spielen das Spiel nicht mehr mit. Wir können uns jetzt selbst verteidigen. Ah, das sehe ich. Wie sieht's aus? Seit Ona verlauten ließ, dass er Söldner anheuert, quillt der Hof fast über vor lauter Galgenvögel. Das ganze Gesindel, das sich vorher nicht aus den Wäldern getraut hat, ist jetzt hier. Die Kerle kamen echt von überall her. Die Söldner kamen von überall her? Ein Großteil kam aus der Strafkolonie. Eine weitere Gruppe von Söldnern kam aus dem Süden. Sie haben dort wohl Orks gejagt. Und ich wette, es sind auch mittlerweile ein paar Banditen aus den Bergen hier und lassen sich durchfüttern. Wer kam alles aus der Kolonie? Lee und seine Leute. Torloff, Kor, Jarvis, Wolf und wie sie alle heißen. Von welchen Banditen hast du geredet? Das war nur so ein Spruch. Bin mir da nicht so sicher. Im Süden des Tals gibt es Berge mit verlassenen Minen. Da oben verstecken sich einige Banditen. Es sind auch Sträflinge aus der Kolonie, genau wie die meisten Söldner auf dem Hof hier. Nur mit dem Unterschied, dass sie noch schlimmerer Abschaum sind. Die bringen jeden um, der sich in ihre Nähe traut. Bin mir nicht sicher, ne? Aber diese Dialoge mit den Banditen und so, ich glaube, dieser Dialog ist gar nicht bei Vanilla Gothic, oder? Ich weiß, dass einige Mods das schon drin hatten, die Dialoge, aber ich kenne die nicht aus dem Hauptspiel. Oder ich verwechsel mal wieder was, aber klärt mich mal auf. Kennt ihr diese Dialoge schon aus dem Hauptspiel? Was weißt du von den Söldnern aus dem Süden? Nicht viel. Die haben da wohl Orks gejagt, so viel ich weiß. Muss man mal Silvio ist ihr Boss. Zu ihm gehören Bulko, Sentenza, Raul und noch ein paar andere. Ich finde diese Dialoge sehr schön und ergänzend, aber ich kenne sie wirklich nicht aus Die Nacht des Raben. Alles klar? Hey, ich kenne dich. Aus der Kolonie. Was willst du hier? Das ist wahrscheinlich dann sowas wie Cut Content, ne? Oder vielleicht aus Classic. Und dann wurde es vergessen einzubauen bei Die Nacht des Raben. Das kann sein. Das gibt's ja bei... Sah das auch, da gibt's auch bei Classic ein paar andere Teildialoge und sowas. Das höre ich zum ersten Mal. Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Warum nicht? Hab nichts dagegen. Hast immerhin damals unsere Mine von den Gardisten befreit. Aber rechne bloß nicht damit, dass du bei den meisten anderen hier so einfach landen kannst. Es sind viele neue dazugekommen seit damals. Und einige der alten Söldner werden sich nicht an dich erinnern. Hätte dich auch fast nicht erkannt. Sieht ziemlich abgemagert aus. Als die Barriere eingestürzt ist, hätte es mich fast erwischt. Hast ja nochmal Glück gehabt. So abgemagert, dass wir nicht mal Rotts Schwert tragen können. Wo hast du das denn schon wieder her? Hast du was zu verkaufen? Ach, frag nicht. Bennett, einer von den Neuen, kümmert sich jetzt um die Waffen und Rüstungen. In der Kolonie war ich noch verantwortlich für Lees gesamtes Waffenlager. Und dann kommt so ein gelernter Schmied daher und zack, bin ich meinen Job los. Ich brauche unbedingt eine neue Aufgabe. Und wenn ich bloß auf die Bauernhöfe draußen aufpassen müsste. Ist mir egal. Hauptsache, ich sitze hier nicht mehr rum. Ich wäre mir da nicht so sicher. Schon mal in der Stadt versucht, eine Arbeit zu finden? In der Stadt? Keine 1000 Pferde bringen mich dahin. Oder glaubst du etwa, ich würde dort als Milizsoldat arbeiten wollen? Ich stelle mich mir gerade in dieser Hofschranzenuniform vor. Dann dieser Gehorsamswahn. Nee, lass mal. Hier auf dem Hof habe ich zwar gerade nichts zu tun, aber ich kann wenigstens machen, was ich will. Und? Schon eine neue Aufgabe gefunden?
Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job für mich hast. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir ein paar Tricks im Umgang mit dem Bogen zeigen, wenn du willst. Hab sowieso zurzeit nichts Besseres vor. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Joa, erstmal nicht. Oder auch gar nicht. Hallo, schönes Kind. Na, wo haben sie dich denn laufen lassen? Man weiß gar nicht mehr. Ich habe gehört, ihr lehnt euch gegen den König auf. Mein Vater hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, dass wir uns selbst verteidigen. Die Milizen haben uns sowieso nie geholfen. Die waren nur hier, um unsere Waren wegzuschleppen. Welche Arbeit gibt es hier auf dem Hof? Mein Vater zahlt Geld an alle Männer, die helfen, den Hof zu verteidigen. Hast du Interesse? Du siehst mir nicht wie jemand aus, der an Feldarbeit interessiert ist. Wie viel zahlt dein Vater? Das musst du schon mit ihm selbst aushandeln. Ich weiß nur, dass jeder der Söldner hier täglich seinen Sold bekommt. Ich frage mich ja immer, wie Ona sich das alles leisten kann. Ganz ehrlich, der muss ja auf Geld sitzen wie ein anderer. Gibt es hier irgendwelche Regeln, die ich beachten sollte? Du fasst hier nichts an, was dir nicht gehört. Du marschierst nicht in Bereiche, in denen du nichts zu suchen hast. Und wenn du vorhast, dich zu prügeln, halt dich an die Söldner. Wenn du Schlägereien mit den Bauern anfängst, hast du hier alle gegen dich. Was ist deine Aufgabe hier? Ich verkaufe die Waren unseres Hofes. Wenn du etwas kaufen möchtest, musst du es mir nur sagen. Aber ich warne dich. Bei mir wird nicht gefeilscht und nicht gestohlen, klar? Klar. Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Nichts. Ist was Bedeutendes passiert in letzter Zeit? Vor einigen Tagen hat mein Vater erlassen, dass wir nichts mehr in der Stadt verkaufen dürfen. Darum bleibe ich hier auf dem Hof und verkaufe meine Ware nur noch an Besucher. Von mir erfährt keiner was. Es war genau so, wie du sagst. Okay, er macht es. Das hat er wirklich nicht verstanden. Ich verkaufe keine Waffen. Das macht Khaled. Er ist bei Ona im Haus. Was für Waffen stellst du her? Zurzeit größtenteils einfache Schwerter. Aber wenn ich magisches Erz hätte, könnte ich Waffen schmieden, die besser sind als alle vergleichbaren Waffen aus normalem Stahl. Du weißt nicht zufällig, wo man hier in der Gegend welches findet. Außer im Minental, meine ich. Nein. Natürlich nicht. Also komm mir nicht zu. Gehörst du zu den Bauern oder zu den Söldnern? Du willst mich doch verarschen, oder nicht? Ich war nur neugierig. Schon mal einen Bauern gesehen, der Waffenschmied ist? Nein. Was fragst du dann so dämlich? Ich will mich den Söldnern anschließen. Dann quatsch nicht, sondern geh zu Torloff und lass dich auf die Probe stellen. Ich weiß nicht, warum er sich so aufregt. Ich wäre mir da nicht so sicher. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Und der hat einiges. Ich kaufe mir mal die Dinger. Das war doch schon vorher klar. Ich habe da meine eigene Meinung. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Eisenschild. Kriegshammer. Ich habe mir das schon gedacht. Der ist gerannt, als ob Billard selbst hinter ihm her wäre. Ja, ich kaufe mir mal die Dinger, dann habe ich welche auf Vorrat. Ich kaufe auch die Holzblöcke, Textilien kaufe ich mir auch, dann habe ich das schon mal. 1000 Kunst des Schmiedens Band 1. Das höre ich zum ersten Mal. Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Schwarze Erzrüstung. Ja, ja. Da muss man mal ganz. Ich kann mir ja das Kunst des Schmiedens Band 1 mal kaufen. Warte mal. Einfach um zu gucken, was da drin ist. Dann habe ich das jetzt mal hier. Ja, ne? Warte mal. Noch mehr Ärger kann er nicht brauchen. So. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Ich kann das nicht glauben. Das wäre schon nett. Vielleicht später. Dafür habe ich kein Talent. Bastardschwert. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Vielleicht ist das auch nur für Söldner? Oder ich muss mehr bei Harad noch lernen? Hallo, ich bin neu hier. Nimm's mir nicht übel, aber ich habe nicht viel Lust, mich zu unterhalten. Bin ziemlich im Arsch. Schwer beschäftigt, was? Kann man wohl sagen. Bennett macht so viele Waffen, dass ich mit dem Schleifen kaum nachkomme. Was kannst du mir über den Hof erzählen? Das hier ist Onas Hof. Das große Haus ist sein Wohnhaus. Er hat einen Flügel freigemacht für die Söldner. Seitdem müssen wir Bauern in der Scheune pennen. Doch, bei mir soll's recht sein. Ist schon gut, dass wir jetzt Leute haben, die auf den Hof aufpassen. Das Haus hier ist die Küche. Ja, vielleicht hast du Glück und Thekla hat was zu essen für dich. Was ist mit den Söldnern? Ona hat sie angeheuert, damit sie uns die Milizen aus der Stadt vom Hals halten.
aber sie passen auch auf den Hof, die Schafe und uns Bauern auf. Also lass dir bloß nicht einfallen, was zu klauen oder in irgendwelchen Truhen rumzukramen. Die warten nur auf eine Gelegenheit, dich umzuhauen. Gleichfalls. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich hab nicht viel. Die Schwerter und Äxte bringen mir fast alle in Onas Haus. Ich hab auch was für dich. Wieso hab ich jetzt... Hä? So waren die denn jetzt an einem Stück weg, obwohl ich... Das habe ich nicht verstanden. Die sind ja auch nicht auf einmal weg. Ja, das tue ich mal weg. Ich glaube, mit diesen kaputten Schilden kann ich eh nichts machen, ne? Das kann ich vielleicht Harad verkaufen. Die sind ja eh kacke. Ich glaube, die schweren Äste brauche ich auch für nichts. Das Ding wollte ich ja behalten. Orkwaffen wollte ich behalten. Ah, hier sind die jetzt. Hey, du! Wieso hat er jetzt Hey, du gesagt? Na, Spitzhacken behalte ich mal. Das wollte ich auch behalten. Davon lass ich lieber die Finger. Check nicht, warum er Hey, du gesagt hat. Darf ich ja hier an diese Truhe hin, die hier draußen steht? Oder ist das Diebstahl? Da muss man mal. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch. Das ist doch alles unter. Wieso gucken mich jetzt eigentlich alle an hier? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Das habe ich noch nicht gewusst. Wollt ihr alle von mir? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. Das war doch klar. Hey, du! Hey, dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann schon sein. Ich war auch in der Kolonie. Richtig. Was willst du? Ich habe das Gefühl, dass die Bauern hier in dieser Version sehr schaulustig sind. Wie ist die Lage? Ach, wir haben zurzeit ziemlichen Ärger. Es bilden sich gerade zwei Fronten unter den Söldnern. Silvio und seine Leute zweifeln daran, dass Lee den richtigen Plan verfolgt. Wie kam es zu den zwei Fronten? Der größte Teil von uns ist mit Lee damals aus der Kolonie gekommen. Aber einige der Söldner sind auch später zu uns gestoßen. Sie kamen nicht aus der Kolonie, sondern haben weiter südlich gegen die Orks gekämpft. Sie haben irgendwie davon Wind gekriegt, dass hier Leute gebraucht werden. Ihr Anführer war Silvio. Er hat sich zwar damit einverstanden erklärt, dass Lee hier das Kommando hat, aber jetzt versucht er, die Söldner gegen ihn und seinen Plan aufzuwiegeln. Viele von Lees Leuten glauben nicht, dass das ein großes Problem ist, aber ich kenne die Typen wie Silvio. Er wird bis zum Äußersten gehen, um seine Vorstellungen umzusetzen. Weißt du, was Lees Plan ist? Lee will, dass wir abwarten und die Paladine in der Stadt aushungern. Er hat den Plan, uns alle von der Insel wegzubringen. Und Inos weiß, dass ich nichts dagegen hätte, von hier zu verschwinden. Ich weiß zwar nicht genau, wie er das anstellen will, aber ich vertraue ihm. Er hat uns bis jetzt gut geführt. Weißt du, was Silvio vorhat? Silvio hat mitbekommen, dass ein Teil der Paladine in die alte Kolonie aufgebrochen ist. Er meint, die restlichen Paladine würden es nicht wagen, uns hier anzugreifen und will die Situation ausnutzen. Die kleinen Höfe plündern, den Milizpatrouillen vor der Stadt auflauern, Reisende überfallen, solche Sachen eben. Aber Lee denkt, das wäre das Schlechteste, was wir in unserer Situation machen könnten. Ich will Söldner werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wo ist das Problem? Na, ich muss entweder für oder gegen dich stimmen. Und bei der Lage, in der wir zurzeit stecken, werde ich dir meine Stimme nur geben, wenn ich sicher sein kann, dass du auf Lees Seite stehst. Das ist wirklich nicht. Was soll ich machen? Ganz einfach. Hau ein paar von Silvios Jungs um. Damit machst du beiden Seiten klar, zu wem du stehst. Und wenn du dich an die Duellregeln hältst, bringt dir das sogar noch den Respekt der anderen ein. Was sind die Duellregeln? Geh zu Torloff und lass dir das von ihm erklären, wenn es dich interessiert. Damit wir uns richtig verstehen. Mir ist egal, ob du dich an die Regeln hältst oder nicht. Hauptsache, die Knaben landen bewusstlos im Dreck. Welche der Söldner gehören zu Silvio?
Es sind 6 Männer. Zum einen Silvio selbst und seine rechte Hand Bulko. Dann sind da Rott, Sentenza, Fester und Raul. Der Rest der Leute ist entweder neutral oder auf Lees Seite. Wie viele von Silvios Männern soll ich denn besiegen? Wenn du 3 von ihnen zu Boden schickst, hast du unter Beweis gestellt, auf welcher Seite du stehst. Wen du dir aussuchst, ist deine Sache. Nur ein kleiner Tipp. Es geht nicht darum, deinen Mut zu beweisen. Leg dich nicht mit Silvio selbst an. Der macht Hundefutter aus dir. Es war genauso, wie du sagst. So, wir verprügeln noch Bulko. Sag mal, könnt ihr mir nicht alle hinterherkommen? Was machst du hier in meiner Küche? Das riecht aber lecker hier. Oh ja, ich kenne Typen wie dich. Die rennen hier zuhauf rum. Wollen sich erst einschmeicheln und wenn man sie mal braucht, sind sie nirgendwo zu sehen. Ich habe Hunger. Ich verteile kein Essen an Landstreicher. Hier gibt's nur was für Leute, die arbeiten. Und für das Söldnerpack natürlich. Ich suche Arbeit. Du willst hier auf dem Hof arbeiten? Das kann nur Ona entscheiden. Ihm gehört der Hof und das ganze Tal. Ich wollte mich eigentlich den Söldnern anschließen. Du bist wohl auch einer von diesen Verbrechern aus der Strafkolonie. Hätte ich mir gleich denken können. Lass mich bloß in Ruhe. Hier gibt's schon genug Männer wie dich. Ich brauche einen Platz zum Schlafen. Lass dir bloß nicht einfallen, in meiner Küche zu pennen. Such dir einen Platz in der Scheune. Was hast du für ein Problem mit den Söldnern? Ah, die Kerle gehen mir auf die Nerven. Vor allem Silvio und sein fetter Freund Bulko. Die beiden sitzen jetzt schon tagelang in ihrer Ecke und machen mir das Leben zur Hölle. Die Suppe ist zu heiß, das Fleisch ist zu zäh und so weiter und so weiter. Warum unternimmst du nichts dagegen? Klugscheißer, was soll ich denn machen? Mit dem Nudelholz draufhauen? Das kann ich bei den Bauern machen, aber diese miesen Kerle schlagen zurück. Soll ich den beiden Manieren beibringen? Mach dich nicht unglücklich, Schätzchen. Soweit ich weiß, hat Silvio eine magische Rüstung. Du kannst ihn nicht besiegen. Und was ist mit Bulko? Der Kerl ist stark wie ein Bär. Er hat bisher jeden umgehauen, der ihm oder Silvio krumm gekommen ist. Ich würde mir wünschen, dass man ein bisschen mehr zu Silvios magischer Rüstung erfährt und warum er sie später dann doch abgelegt hat. Also wir wissen, das ist einfach nur eine kleine Erklärung dafür, warum er unbesiegbar ist, aber es wäre eigentlich schon cool, wenn es da so eine kleine Hintergrundgeschichte geben würde. Mir ist zu Ohren gekommen, du hast es auf meine Jungs abgesehen. Und soweit ich weiß, bist du einer von Lees Schützlingen. Ich warne dich. Bald werden sich hier einige Dinge ändern und dann werden wir uns nochmal über die Sache unterhalten. Wir beide müssen uns mal unterhalten. Was willst du? Ich denke, es wird das Beste sein, wenn du dich auf dem Hof nicht mehr blicken lässt. Sieh zu, dass du hier bis morgen verschwunden bist. Wir haben uns verstanden? Thekla hat ein Problem mit dir. So? Was hat die gute Frau denn? Und warum kommt sie nicht selbst? Das weißt du verdammt gut. Warum unterhältst du dich nicht ein bisschen mit meinem Freund Bulko darüber? Was denkst du über Lee? Oh, er ist ein guter Kämpfer. Ich würde mich nie mit ihm anlegen wollen. Außer natürlich, es lässt sich nicht vermeiden. Silvio mag es nicht, wenn man ihn anspricht. Hast du das immer noch nicht kapiert? Hauptsache, dieser Bauer kommt mir jetzt auch hinterher. Alter, der hat ja auch 700 Lebenspunkte. Und der macht Dreier-Kombos. Schlag zu! Vorsicht! Also manchmal. Keine Dreier-Kombo mehr. Gib alles! Oder habe ich mich gerade verguckt? Gib alles! Gib alles! Naja, mach Dreier-Kombos. Der hat gesessen. Vorsicht! Da hat er mich richtig erwischt, Scheiße. Gib alles!
Boah, der hat gesessen. Schlag zu! Das finde ich aber cool vom Schwierigkeitsgrad. Also einfach mal ein bisschen andere Angriffsmuster einbauen und so. Schlag zu! Bleib dran! Das holt einen auch aus seiner üblichen Kampfroutine raus. Schlag zu! Bleib dran! Gib alles! Mich brauchst du das nicht. Vorsicht! Ich weiß gar nicht mehr, wie man noch. Gib alles! Mein Gott, ein Kampf! Schlag zu! Sieht er durchs Fenster. Gib alles! Schlag zu! Boah, der hat gesessen. Shit, da habe ich meine Chance verpasst. Gib alles! Zu viel am Tänzeln, der Bulko. Kann's doch gehen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Pass auf! Nochmal! Und ich verpasse dir einen. Du hast es Bulko aber ganz schön gezeigt, Schätzchen. War bestimmt anstrengend, das fette Schwein zu verprügeln. Hier, iss erst mal einen Happen, damit du wieder zu Kräften kommst. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich hab nichts mehr. Nicht mal ein kleines Schüsselchen? Nein. Kann ich den Topf auslecken? Jetzt hör aber auf. Wenn du so wild bist auf den Eintopf, dann musst du auch was dafür tun. Was? Geh zu Sagitta, der Heilerin hinter Seekops Hof, und bring mir ein Päckchen mit Kräutern von ihr. Wenn du mir die Kräuter bringst, mache ich dir einen Eintopf. Okay, aber was haben die Bauern gerade schon wieder für ein Problem gehabt? Ich hab mir das schon gedacht, aber nicht alles glauben, was man hört. Ich hab was anderes gehört. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Hör zu, du hast gewonnen. Jetzt lass mich in Ruhe. Warte mal. Ich werde nicht von hier weggehen. Ja, ja. Erzähl das jemandem, der das interessiert. Okay. Sag mal, Bauer, kannst du dich mal verziehen? Geh weg. Das ist wirklich nicht. Bedrängt ihr mich so? Ich will nichts von euch. Hey, du. Wie sieht's aus? Hey, kenne ich dich nicht irgendwoher? Kann schon sein. Ich habe damals in der Kolonie mit Sumpfkraut gehandelt. Weißt du noch? Ja. Und womit handelst du jetzt? Ach, frag nicht. Ich hatte ein ganzes Paket Sumpfkraut aus der Minenkolonie mitgebracht. Viele von den Söldnern rauchen gerne mal einen. Ich habe eine hübsche Stange Geld nebenbei verdient. Aber irgendein Mistkerl hat mir das ganze Kraut aus meiner Truhe gestohlen. Bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Bodo war. Er hat sein Bett im selben Raum wie ich und er grinst mich immer so dämlich an. Das ist wirklich nicht mein Problem. Was willst du jetzt mit dem Dieb machen? Irgendwann werde ich ihn dabei erwischen, wie er mein Kraut wegraucht. Und dann werde ich mir ein ruhiges Örtchen suchen und ihn mir mal zur Brust nehmen. Wenn ich ihn hier mitten auf dem Platz umhaue, kriegen es die anderen Bauern mit. Und ich kann mich dumm und dämlich bezahlen. Warum das?
Ganz einfach, wir dürfen uns nicht an den Bauern vergreifen, sonst knöpft uns Lee ein fettes Strafgeld ab. Ona will das so. Und je mehr Zeugen es gibt, desto mehr Wind wird gemacht. Das macht die Sache teurer. Also werde ich die Sache schön unauffällig abziehen. Glaubst du wirklich? Ich will mich Lees Leuten anschließen. Lees Leute? Wenn Lee so weitermacht, sind das bald nicht mehr seine Leute. Wieso? Lee war immer schon ein ruhiger Vertreter. Das war schon damals in der Kolonie so. Aber in letzter Zeit übertreibt er es. Er will, dass wir hier sitzen und einfach abwarten, bis die Paladiner ausgehungert sind. Silvio ist der Meinung, wir sollten mal ein bisschen auf den kleinen Höfen und vor der Stadt aufräumen. Ich glaube, das wäre mal eine gelungene Abwechslung. Zurzeit drehen die meisten von uns hier nur Däumchen. Willst du dich uns trotzdem anschließen? Ich will auf jeden Fall bei euch mitmachen. Du weißt bestimmt schon, dass über jeden Neuen abgestimmt wird. Worauf willst du hinaus? Naja, ich hatte lange nichts mehr zu rauchen. Bring mir ein paar Stängel Sumpfkraut und meine Stimme gehört dir. Du kannst bestimmt irgendwo was auftreiben. Er erzählt ja gerade, dass man vor der Stadt so ein bisschen aufräumen sollte und so. Das war ja bei Akils Hof. Aber diese Söldner, die da gestorben sind, ne? Die werden irgendwie auch nicht vermisst. Und das sind ja anscheinend auch welche von Silvius Leuten gewesen, oder? Wegen des Sumpfkrauts. Hier hast du ein paar Stängel. Ach, du bist mein Mann. Meine Stimme gehört dir. Zeig mir deine Ware. Klar, bedien dich. Es gibt doch nur noch mehr. Brauche ich nichts. Hey, du. Wie steht's? Die Miliz hat uns lange genug schikaniert. Jetzt, wo die Söldner auf unserer Seite sind, werden sie sich nicht mehr trauen, hier einfach so aufzukreuzen. Der König glaubt wohl, er kann sich alles erlauben. Aber jetzt ist Schluss damit. In der Stadt ist von Bauernaufstand die Rede. Unsinn. Wir machen nichts, außer das, wofür wir hart gearbeitet haben, zu verteidigen. Es ist doch so. Der Krieg wird auf dem Rücken der Bauern ausgetragen. Aber Ona ist nicht mehr bereit zuzusehen, wie der König uns ausblutet. Kann ich mich hier irgendwo ausruhen? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh in die Scheune. Aber leg dich nicht aus Versehen in das Bett eines Söldners. Ona sorgt zwar dafür, dass sie uns Bauern in Ruhe lassen. Aber mit Fremden, die nicht zum Hof gehören, machen die Söldner, was sie wollen. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Und? Er denkt, du hättest es genommen. Ach, deswegen glotzt der Typ mich immer so dämlich an. Ich bin in letzter Zeit immer extra freundlich zu ihm, weil ich denke, der Typ ist echt mies drauf. Aber da war nichts zu machen. Ich mache ein freundliches Gesicht und er starrt mich an, als ob er mich umbringen wolle. Kann man ihn nicht normalerweise noch nach dem Paket fragen? Ich meine, wir haben das Paket eh schon, aber... Man muss eben aufpassen, was man dir erzählt. Was rauchst du da? Willst du mal ziehen? Klar. Der arme Kerl kann einem leid. Er stellt sich das immer noch einfach vor. Das ist wirklich nicht mein. Nicht schlecht, was? Wo hast du das Zeug her? Ich werde mich da nicht. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Bisschen respektlos, einfach nicht zu antworten. Selbst ist er da nicht drauf gegangen. Ich hab so meine Quellen. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Zurzeit nicht. Ich will mich den Söldnern anschließen. Hast du was dagegen? Mir egal. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Hast du was damit zu tun? Nein. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Ich prügel es aus dir raus. Entspann dich. Ich bin viel zu dicht, um mich mit dir zu prügeln. Hier, nimm erst mal einen tiefen Zug. Das war die falsche Antwort. Den haben wir ja ganz schön platt gemacht. Ich wundere mich über gar nichts. Muss man sagen. Da ist nichts zu holen.
Das nächste Mal werden wir ja sehen. Warte mal. Wo ist das Paket? Okay. Ich hab's an irgendeinen Penner in der Stadt verhökert. Es war am Hafen. Ich weiß nicht mehr, wie er aussah. Du brauchst doch wohl nicht nochmal Schläge. Ehrlich, Mann, ich war total dicht. Hab keine Ahnung mehr, wie der Kerl aussah. Es war am Hafen in der Nähe des Bootsbauers. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Das ist eine schlimme Sache. Mich brauchst du das nicht. Na gut, dann können wir das einfach mal berichten. Meine Meinung kennst du schon. Hey, du. Wenn er das nicht sieht, kann ich. Ich weiß, wer dein Kraut gestohlen hat. Wer? War es dieser Bodo? Nein, es war einer von den Söldnern. Dart. Dieser Dreckskerl. Wo ist er? Du kannst dir den Weg sparen. Er hat das Paket nicht mehr. Er hat es in Korinis verkauft. Wo ist er? Hinterm Küchenhaus, an der Ecke. Ich mach ihn platt! Als ob ich nicht schon genug. Mir erfährt keiner was. Das will auch keiner mehr. Meine Meinung kennst du ja schon. Das war ein sauberer Schlag. Du arme Wurst. Hast ja nicht mal Gold dabei. Das will doch keiner wissen. Nichts zu holen. Warte mal. Meine Meinung. Du hast das da wohl ziemlich gezeigt. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, das tat gut. Ich schätze ihm nicht so. Was geht der kleine Penner auch das an meine Tür? Das nächste Mal werden wir ja sehen. Kann es sein, dass dieses Paket Sumpfkraut dir gehört? Ich werd verrückt. Wo hast du es her? Ist eine lange Geschichte. Ist ja auch egal. Du bist echt ein anständiger Kerl. Hier, das sollst du als Belohnung haben. Viel Spaß damit. Ich werde erst mal ein paar drehen. Ist eigentlich überhaupt gar keine lange Geschichte. Ich hab's aus Zufall im Hafen gefunden. Kameradenschwein! Du hast Seifer erzählt, dass ich sein Kraut genommen habe. Ich werde den Teufel tun, für dich zu stimmen. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Manchmal lasse ich mich auch von rachsüchtigen Sumpfkraut-Junkies zusammenschlagen. Das will doch keiner. Ist auch ein gutes Hobby. So, Jarvis. Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Ich habe Bulko besiegt. Hab ich mitgekriegt. Reife Leistung. Rod sieht nicht mehr ganz so gut aus. Sentenza habe ich zu Boden geschickt. Festa hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Ich war bei Raul. Und? Er hatte die Schläge dringend nötig. Das reicht. Ich bin beeindruckt. Wenn Lee mich fragt, kann ich bedenkenlos für dich stimmen. Ja, nice. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Diese Bauern, die suchen echt Stress, ne? Was willst du von mir? Wo mal Hallo sagen. Was sind die Duellregeln? Ganz einfach. Beide Gegner müssen Gelegenheit haben, ihre Waffe zu ziehen, bevor der erste Schlag geführt wird. Du kannst nicht einfach hingehen und einem der Männer ohne Warnung eins überbraten. Es muss eine Art Herausforderung ausgesprochen werden. Eine Beleidigung oder ein anderer Grund zu kämpfen. Keiner der anderen Männer wird sich in so einen Kampf einmischen. Es sei denn, einer der beiden wird bei dem Duell getötet. Naja, nur wenn ich getötet werde, ist es egal. Und wenn der andere sich nicht an die Duellregeln hält, ist auch egal. Mir wird auch keine Zeit gelassen, meine Waffe zu ziehen. Kannst du mir helfen, meine Fähigkeiten zu verbessern? Ich könnte dir zeigen, wie du deine Stärke besser im Nahkampf einsetzen kannst. Viele Kämpfer sind sehr schwach, weil sie die Technik nicht beherrschen, ihre Stärke richtig einzusetzen. Dasselbe gilt für Geschicklichkeit und Fernwaffen. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Wie hat er das nicht? Und dann machen wir direkt mal ein bisschen Stärke. Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Wo hast du das denn schon wieder her? So, 41 Stärke. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wo ist ein Kord? Ah, der trainiert hier unten. Kord hat jetzt einen Zweihänder. Hey, du! Wenn du ein Problem mit den Wölfen oder Feldräubern hast, dann frag einen der jüngeren Söldner. Zu mir kannst du kommen, wenn hier die Paladine anrücken. Was? Jedes Mal, wenn einer von euch Bauern zu mir kommt, geht's darum, harmlose Tiere abzumetzeln. Ich bin keiner der Bauern. Ach, was willst du dann? Bring mir bei, wie man kämpft. Ich trainiere nur Söldner oder würdige Anwärter. Ich will Söldner werden.
Du siehst mir eher wie ein Kandidat für die Feldarbeit aus, Junge. Kannst du denn mit einer Waffe umgehen? Wie sieht's mit Einhandwaffen aus? Damit bin ich schon ganz gut. Und wie steht's mit Zweihändern? Ich werde bestimmt besser. Du bist jedenfalls kein blutiger Anfänger mehr. Gut, ich werde für dich stimmen. Was dir noch an Wissen fehlt, kannst du von mir lernen. Was soll ich eher lernen? Einhändigen oder zweihändigen Kampf? Die beiden Waffengattungen sind recht ähnlich. Sobald du die nächste Stufe bei einer Waffengattung erreicht hast, lernst du automatisch die andere mit. Wenn du zum Beispiel ein guter Kämpfer mit der Einhandwaffe bist, aber noch ein Anfänger mit der Zweihandwaffe, wirst du bei allem, was du an Training in Einhandwaffen investierst, auch mit Zweihandwaffen besser werden. Wenn du immer nur eine Waffengattung trainierst, wird das Training für dich anstrengender. Trainierst du immer beide, kommst du mit weniger Einsatz genauso weit. Im Endeffekt kommt es aufs selbe raus. Es ist deine Wahl. Wo liegt der Vorteil von Einhand- oder Zweihandwaffen? Eine gute Frage. Ich sehe, du hast dich schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Einhänder sind schneller, aber etwas schwächer. Zweihänder richten mehr Schaden an, aber du kannst nicht so schnell zuschlagen. Außerdem ist mehr Stärke erforderlich, um einen Zweihänder zu führen. Das bedeutet zusätzliches Training. Nur wenn du bereit bist, viel zu investieren, hast du eine Chance, richtig gut zu werden. Ja, das, was er sagt, stimmt nicht ganz, ne? Das wissen wir ja. Also Zweihänder machen ja gar nicht mehr Schaden. Ist schade, dass es nicht so ist. Also ich mag immer so ein Balancing, wo Zweihandwaffen beispielsweise, du würdest jetzt die Holzfäller-Axt, du brauchst 50 Stärke, aber die wird einfach mal 80 Schaden machen. Ne? Wohingegen du für zum Beispiel jetzt das grobe Schwert 40 Stärke brauchen würdest, aber es wird 30 Schaden machen. Oder beispielsweise es wird einfach so wie es jetzt ist, ne? 40-40. Bei Einhandwaffen sind so viel schneller, du kannst dich schneller bewegen, das ist ja schon der Vorteil. Und deswegen müsste man das langsamer ausweichen und so ausgleichen. Mit mehr Schaden. Hey, du! Meiner Meinung nach. Was machst du hier? Schafe hüten. Und wenn es geht, allem Ärger aus dem Weg gehen. Gelingt dir nicht immer was? Nee, vor allem nicht bei den Söldnern. Da bin ich eigentlich froh, draußen auf der Weide zu sein. Obwohl das auch sehr gefährlich sein kann. Was ist denn auf der Weide so gefährlich? Na, hier in der Gegend treibt sich ein kleines Rudel von Wölfen herum. In letzter Zeit sind die Mistviecher fast täglich gekommen und haben eins meiner Schafe gefressen. Vor ein paar Tagen hatte ich fast doppelt so viele Schafe. Ich mag gar nicht daran denken, was Una mit mir macht, wenn er es erfährt. Warum hast du das mit den Wölfen nicht den Söldnern gesagt? Ich dachte, die arbeiten für euch. Ja, ich weiß. Das hätte ich tun sollen. Habe ich aber nicht gemacht, verdammt nochmal. Und jetzt, wo schon so viele Schafe weg sind, habe ich Angst, es überhaupt noch jemandem zu erzählen. Mir hast du es doch gerade erzählt. Das bereue ich auch jetzt schon. Was, wenn ich die Wölfe töte? Du allein? Das glaube ich nicht. Das würde ich noch eher meinen Leithammel zutrauen. Dann eben nicht. War nur so ein Vorschlag. Ich werde mal zu den Jungs rübergehen und sehen, was die dazu sagen. Warte doch mal. Okay. Du bist der Größte und du wirst es mit 100 Wölfen gleichzeitig aufnehmen können. Kein Problem. Sie lauern meistens zwischen den Bäumen in der Nähe der Weide. Ich glaube, es waren nur 4. Ja, 4 klingt machbar. Wenn es junge Wölfe sind. Sonst weniger. Holzhacken gibt auch nochmal Erfahrung. Da sind auch noch Feldräubers. Hallo? Also ich finde das aktuelle Schwert, was wir haben, sehr schön. Mich ärgert nur eine Kleinigkeit. Und zwar, dass der Held es gefühlt etwas zu niedrig hält und nicht etwas näher unterhalb der Parierstange. Das fuchst mich. Würdet ihr euch eigentlich fürs Remake mehr Wildtiere wünschen? Jetzt, wo ich gerade Fuchs gesagt habe, was würdet ihr davon halten, wenn es sich Hasen geben würde und Füchse und sonst irgendwelche Viecher? Vögel halt, die rumfliegen und so.
Ich finde das ja schön, weil ich meine, man hört ja auch die Vögel hier schon. Wenn hier jetzt noch ein paar Hasen rumlaufen würden, die man jagen kann. Oder so. Hier sind auch Goblin-Skelette. Das ist ja interessant. So, da haben wir auch die 5000 Gold geknackt. Ist denn dieses Jägerlager jetzt? Oh shit. Auch herkommen. Ich nehme auch mit. Schön viele kritische Treffer. Ist hier was drin? Die jungen Wölfe echt nicht unterschätzen. Was? Die töten mich. Krass. Junge Wölfe einfach völlig OP. Muss ich nochmal in den scheiß Lurker kämpfen. Krass, ich dachte jetzt echt, junge Wölfe, hau ich weg. Hau ich weg, wie nichts. Aber nein. Dem ist nicht so. Habe ich dann noch irgendeinen Zauber? Irgendwas Schönes? Ah, vielleicht so ein Goblin-Skelett? Die kommen ja auch alle zusammen, ne? Gute Arbeit, mein Kleiner. Fantastische Arbeit, kann man sagen. Das war Teamwork. Naja. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.